Hallo zusammen. Hallo. Wir möchten euch heute wieder unsere Neuheiten präsentieren, die wir auch diesmal wieder in einem Flyer zusammengefasst haben, den wir heute der Reihe nach mit euch durchgehen wollen und euch die Neuheiten zeigen. Und ich würde sagen, Franzi, los geht's. Ja, finde ich auch. Okay. Viel Spaß. So, los geht's. Wir starten in dem neuen Flyer mit dem ersten Thema, was wir euch gerne präsentieren wollen. Und das Thema, Franzi? Baumwoll Organic. Baumwoll Organic. Jersey. Und zwar haben wir hier, wie ihr auch in unserem Flyer sehen könnt, 5 verschiedene Farbthemen in jeweils 4 verschiedenen Designs. Wir haben hier mal für euch die blaue Farbschiene ausgebreitet. Es handelt sich um einfache kindliche Designs mit wenig Farbe, Ton in Ton. Ein bisschen ist das Ganze ein bisschen gehalten, immer mit ein bisschen weißen Akzenten. Hier haben wir zum Beispiel ganz einfach einen Löwenkopf mit Ton in Ton gehalten, mit Jeansblau. Die sind alle von den Motiven her auch jetzt nicht zu wild, ne? Nee, genau. Was ich eigentlich auch ganz schön finde. Also gerade zu dem Organic, finde ich, passt das ganz gut. Passend dazu haben wir nochmal den kleinen Marienkäfer hier mit den Pünktchen. Ja. Das ist sozusagen das Hauptdesign, denn hier finden sich alle Motive, die in den anderen 3 Designs sind, nochmal wieder. Hier zum Beispiel der Marienkäfer oder der Löwenkopf oder die Wolke. Wo ist der Marienkäfer? Zeigst du noch? Der ist da, der kleine. Ja, okay, genau. Also dadurch ist die Kombi auch gegeben. Genau. Ja. Und hier ist nochmal die Wolke, auch ganz einfach gehalten. Schlicht und trotzdem niedlich. Und das Ganze in 4 verschiedenen Farben. Rosé, Blau, ein Creme-Beige-Ton, ein Senfton und ein Lind-Mint-Grün. Einsatzbereich, wie man hier schon schön sieht, wäre vielleicht ein Kleid oder eine Hose. Ein Shirt wäre vielleicht auch noch machbar oder ein Hoodie, Pulli. Also da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Prima, schönes Thema. Auf zum nächsten. So, kommen wir zu einem Thema im Jersey-Bereich. Hier haben wir einen normalen Baumwoll-Jersey. Das Design ist euch bestimmt schon bekannt, gerade in der Farbstellung. Wir haben das jetzt aber noch mal ein bisschen gepimpt in den Farben und 5 neue Farben für euch vorbereitet. Ein klassisches Grau. So. Ja, zeig nochmal, genau. Mit farblichen Akzenten, ein Altrosa, das ist einer der bekannten. Ja, es ist generell ein absoluter Klassiker, der aber auch so sensationell erfolgreich nach wie vor ist. Das ist eine neue Farbe, genau. Dass man einfach dumm wäre, den nicht weiterlaufen zu lassen und wie viele Tausende von Kindern da schon drin eingekleidet worden sind. Den, auch schön. Ich finde den auch schön hier in dem Lindgrün, das ist wieder ein alter. Dann haben wir nochmal ein Jeansblau ganz neu gemacht. Jetzt habe ich nochmal etwas näher mit okay, schön. Farblichen Akzenten. Und einmal noch so ein Beige-Ton, Sand. Taub, Sand, genau. Ja. In dem Fall möchte ich euch jetzt auch nochmal einmal darauf hinweisen, dass wir hier in dem Flyer euch eine Empfehlung noch ausgesprochen haben. Ihr könnt dazu unseren Strickschlauch Uni benutzen, 124 570. Da kommt ihr dann auch direkt in den Shop, wenn ihr hier draufklickt. Und um euch nochmal einmal die Interaktivität zu zeigen, ihr möchtet jetzt gerne den Elefanten in dem Jeansblau haben und ihr klickt einfach drauf und gelangt dann automatisch in unseren Shop. Also wir haben es wirklich relativ einfach gestaltet, schneller direkter Zugriff auf die Bestände, auf die Preise, auf den Warenkorb. Genau. Machen wir weiter im Thema Baumwoll-Jersey. Ja. Neben dem Elefanten. Haben wir nochmal ein Thema für die Mama vorbereitet. Wir haben hier einmal einen Streifen im Hintergrund gelegt mit einem Paisley oben drüber. Ja. Farblich passend dazu könnten wir einen French Terry Streifen anbieten in dem Altrosé. Der würde dazu passen. Mhm. Und als dritte Kombination haben wir hier, wie hier auch auf dem Foto noch zu sehen ist, auch noch ein florales Allover, das wir anbieten können. Das Ganze dann in 3 verschiedenen Farbstellungen, also sowohl der French Terry Streifen als auch die beiden Jerseys. Genau. Gibt es neben der Rosa-Pink-Variante in einem Maiston. Hier ist den hält Franzi gerade in die Kamera. Also auch da wieder floraler, großer Druck. Der Druck mit dem Streifen gepatcht und der All-Over-Streifen dazu passend abgestimmt.
der hier. Und die dritte Farbstellung ist dann der Marineton. Marine mit Petrolblau. Ja. Es gibt in dem Streifen aber noch weitere Farben. Also der Streifen einmal passend zu diesen drei Farbstellungen. Aber den Streifen als Solo-Streifen gibt es dann noch weitere Farben. Rot-Weiß, ja. Schwarz-Weiß, da. Grau-Weiß. Seht ihr das? Ja, sieht man perfekt. Gut. Und wie gesagt, hier handelt es sich um einen French Terry. Ja, mit einer schönen Abseite. Prima. Okay, auf zum nächsten. Ja. So, Streifen. Es gibt, wie gesagt, den French Terry Streifen, den wir gerade gezeigt haben. Und darüber hinaus? Darüber hinaus haben wir noch Sweatshirt Streifen mit einer gerauten Abseite. Das Ganze haben wir in zwei verschiedenen Streifenarten, also einmal eher die Blockstreifen und hier nochmal mit einem kleinen feinen Streifen dazwischen in jeweils zwei verschiedenen Farbstellungen. Ich zeige nochmal etwas genauer die angeraute, flauschige Seite. Die ist wirklich schön kuschelig. Ja, fühlt sich ganz schön an. Ja, so kommt die gut rüber. Zeig bitte mal die anderen Farben, das wäre ganz... Hier haben wir nochmal den mit Senf und Oliv. Senf und Olivgrüntönen. Dann haben wir nochmal diese Maisfarbigkeit in Verbindung mit Brauntönen, Grautönen und auch da kuschelige Abseite. Und der vierte im Bunde. Ja, das ist nochmal ein bisschen Himbeer-Jeansig. Genau. Streifen für zum Beispiel Hoodies, Sweaties. Auch eine schöne Jogpan könnte man da vielleicht draus machen. Bleiben wir im Thema Sweatshirt und zeigen euch hier mal ein neues Sweat mit einem passenden Bündchen in Melange. Und das Ganze natürlich auch live hier mal auf dem Tisch. Franzi? Farblich ist das Ganze aufeinander abgestimmt. Also ihr könnt zum passenden Pulli das passende Bündchen verwenden. Könnt aber auch hier wie auf dem Foto verschiedene Farbkombinationen miteinander kombinieren, wer es ein bisschen bunter mag. Der Sweat ist auch von der Rückseite wieder angeraut, genauso wie die Streifen, die wir euch gerade gezeigt haben. Ja, und farblich würde ich sagen, ist das eigentlich ein perfekter Artikel für den Winter. In gedeckten Farben, trotzdem farbenfroh. Das sind 15 verschiedene neue Farben, die wir uns haben einstellen lassen. Genau. Bündchen und Sweat meliert. Viel Erfolg hatten wir in diesem Sommer mit einer großen Baumwollserie in, ich glaube, es waren 15 oder sind 15 Farben, kleingemusterte Dessins. Diese Dessins sind immer verfügbar. Wir werden sie also dauerhaft im Sortiment belassen. Und wir haben jetzt nachgelegt zum Herbst-Winter, wobei das sind jetzt Farben, die sind auch marineweiß, schwarz-weiß, rot-weiß. Da ist jetzt keine Jahreszeit dran gekoppelt. Aber dennoch haben wir gesagt, wir machen auch nochmal eine herbstliche Variante. Genau, zum Beispiel haben wir hier noch wieder ein Bordeaux mit aufgenommen oder ein dunkles Oliv. Sieht man vielleicht auf den Laschen noch ein bisschen besser. Hier haben wir 5 verschiedene Designs. Einmal etwas Grafisches. Warte, ich zeige es mal etwas größer. So ein bisschen skandinavischer Style, finde ich. Dann haben wir hier die Artischocke. Die ist hier zu sehen. Auch in den gleichen Farben. Das sind 12 Farben, oder wie viel sind das? Ja, ich meine wohl. Ja, so in dem gleichen 12 Farben dann. Dann haben wir hier die Schneeflocke oder Pusteblume, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ganz klassisch auch jetzt zum Herbst und ein totales Thema. Hier nochmal den Pilz. Und ein ganz klassischer Punkt. Ja, so auch in den gleichen Farben. So ein niedliches Pünktchen, das kannst du natürlich auch. Und alles ist natürlich auch hier Mix und Match, kombinierbar. Baumwolle 100%. Ja. Schön für Kleider. Ökotex 100, muss man auch mal dazu sagen. Hast du recht. Ja. Die Ware hat eine ordentliche Warenbreite, ist 1,45 Meter breit. Mhm. Hat einen sehr guten Preis bei der Gelegenheit. Und alles ganz einfach in unserem Shop. Ich wende nochmal rüber. Mit einem Klick auf die gewünschte Farbe gelangt ihr direkt in den Shop. Ein Artikel, ein neuer Artikel, den wir schon im aktuellen Newsletter, den wir versandt haben, beworben haben, ist Mikropolarvlies. Hier haben wir eine große Farbkarte für euch vorbereitet, in sowohl sommerlichen als auch winterlichen Farben.
Das Besondere an dem Artikel ist, oh, das passt zu meinem Nagellacke. Ist das zu deinem Nagellack passt? Nein, dass das Anti-Pilling ist, der Artikel. Und ja, eigentlich schön kuschelig ist. Man kann ihn super zum Patchen benutzen, vielleicht für Krabbeldecken oder ähnliches. Er eignet sich aber auch für Bekleidung, wie zum Beispiel Pullis, Mützen, Schals. Also vielseitiger Einsatzbereich. Warm und weich. Mhm. Und wie gesagt, auch da eine ordentliche Farbauswahl. Ja. Der Winter kann kommen. So, weiter geht's mit Lizenzen. Sag mal, das bist du auch auf dem Bild, ne? Von ja, vor ein paar Jahren. War. Naja, klein bin ich ja immer noch. Gut, das fühle mich jetzt direkt, was du klein bist. Also, wir gehen jetzt auf eine Lizenz, die vielen bekannt ist, weil sie eben nicht den Kindern heute gehört, sondern schon lange, lange Zeit im Programm ist und bekannt ist, die Mummies. Es handelt sich hierbei um eine skandinavische Reihe an Designs, die ja gerade auch in Skandinavien halt sehr bekannt sind, sind die Mummies. Wir haben hier vier verschiedene Designs für euch vorbereitet. Ganz klassisch, hier sieht man in Schwarz-Weiß oder schwarz-weißer Aufdruck und dann mit Formfarben. Moment, den kann ich mal eben direkt hier unten zeigen, der liegt hier live. Live und also in Farbe. Da sieht man nochmal die drei Farben. Es gibt ein Grau mit Schwarz-Weiß, es gibt einen Blauton, also sehr niedrigfarbig gehalten, das ganze Thema. Und halt rosa. Das sind Nilpferde, ne? Diese Mummies. Die Mummies, genau. Das sind Nilpferde, die wohnen, wie man hier sieht, in diesem Leuchtturm. Ja, so als weiß. Ja, ich habe das früher auch mal geguckt. Okay. Also Nilpferde, die im Leuchtturm wohnen. Ja, okay, das sind eine Nilpferdfamilie. Ja. Dann kommen wir zum zweiten Druck, den haben wir nicht live da, den müssen wir eben auf der Videowand zeigen. Auch da niedrigfarbiger Druck. Jeans blau, rosé und das ist ein das, Lindgrün. Was das Kind hier anhat, ne? Was ja, genau. Das Ganze ist übrigens auf Baumwoll-Jersey. Mhm. Baumwoll-Jersey-Stretch. Der dritte im Bunde, den haben ist wir ein vollfarbigerer. Hier. Ich zeige euch einfach mal eben hier das ganz große im Blau. Das ist ein All-Over, wo eigentlich alle Figuren, die mir jetzt so bekannt sind, aus den Mummies mit drauf sind. Mhm. Das Ganze haben wir in dem Jeans blau. Dann einmal in einem schönen Grünton. Dann ein Beige-Ton mit Altrosé und rostfarbenen Akzenten. Das ist der Jeans blaue, den ich euch gerade schon mal gezeigt habe. Und hier nochmal ein Rosé-Ton. Und den vierten Lizenzdruck im Bunde müssen wir wieder auf der Wand zeigen. Auch da gibt es vier verschiedene Farben. Hier ist auch wieder die ganze Mumins-Familie zu sehen. Im Hintergrund seht ihr dann noch einen einfachen Punkt. Farblich Ton in Ton an den Hintergrund angepasst. Rosé, Grau, Grün und das ist so ein Jeans-Blau, Hellblau, ja. Ein bisschen gut. In die Richtung gehend. Also viermal Mummies, alles auf Baumwoll-Jersey. Ja. Gut. Wir machen weiter mit Lizenzen, was wir leider nicht zeigen können, weil es noch so aktuell ist, dass wir darauf warten, dass die Ware reinkommt, ist Paw Patrol. Hier haben wir fünf neue Designs. Ah, vier, Entschuldigung. Verschiedene Designs. Und das sind die wir halt nicht zeigen können, sind im Flyer abgedruckt und werden in den nächsten Tagen auch bei uns live eintreffen. Was wir aber zeigen können, ist das daruntergehörige French Terry. Geraut und Melange. Wir haben zum ersten Mal jetzt ein paar Lizenzthemen auf einem Melange-Fond abgedruckt. Schön. Das Ganze ist dann auch noch, wie gerade schon erwähnt, French Terry und Geraut. Von der Rückseite. Ich weiß nicht, seht ihr das so ein bisschen? Super. Ja. Hier haben wir einmal aus Toy Story den Buzz heißt das? Genau. So, jetzt komme ich ins Spiel. Ja, jetzt. Buzz genau. Lightyear, genau. Für die Jungs. Dann haben wir ein zweites Thema. Elsa und Anna und Olaf. Ist Olaf auch drauf? Olaf ist hier nochmal zu sehen. Prima. Dann hätten wir nochmal einmal Mini für euch. Süß. Ja, finde ich auch echt süß schön. Süß mit der Schleife. Ja, ich finde es gerade, dass wir nur so farbliche Akzente damit drauf haben, dass es sonst relativ schlicht gehalten ist durch die Konturen, ist eigentlich, ja, mal was anderes. Aber Mini wäre nichts ohne Mickey. Genau, den haben wir nämlich auch noch hier für euch vorbereitet. Genau, ich gehe auch nochmal nah ran. Niki mit einem Dot drunter, auch den immer original, so die Dinge in den Farben, wie ich sie gerade hier zeige. Mhm. Es gibt keine zweiten Farbstellungen, aber es gibt eine Vielzahl von Designs, zum Beispiel als fünftes. Winnie Pooh. Hier Winnie Pooh mit Esel und
Tiger. Und Ferkel. Ja. Und Ferkel. Und die Rabbit ist gar nicht Mannschaft. Da. Rabbit hat Ausgang. Ja. Also fünf tolle Lizenz auf alle auf French-Terrier geraut meliert. Ja. Viel Spaß beim Vernähen.